Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Warrior 3. Mittlerweile ist es 13.12 Uhr. Ich bin übrigens seit... Ja, komm, geh doch. Konsole kommt wieder an ihre Grenzen. Seit 17, 18 Uhr wach. Ich habe vorhin versucht zu schlafen, aber bei uns unten im Aufgang klemmt die Tür. Und da ich ganz unten wohne, bin ich quasi der scheiß Nigger, den man anklingelt, damit man, ja, hochkommt, reinkommt. Volle Geschichte, volle Live-Reaction quasi gibt's auf Telegram. Also hier nochmal die Empfehlung, abonniert mich dort. Und ja, wir sind hier in einem hitzigen Gefecht, ne? Diese Arena mag scheinbar wieder absolut kein Ende nehmen. Und ich habe jetzt während den letzten Stunden mal, aufgrund der Tatsache, dass das Spiel hier möglicherweise zeitbegrenzt verfügbar ist und so weiter, schaue ich immer gerne, wie ich mich schlage. Und da musste ich doch wieder mal feststellen, das ist mal nicht gut, das zu machen, dass ich mich natürlich, was das Internet angeht, extrem schlecht schlage. Und aber auch wirklich, das ist so abgefuckt. Da frage ich mich dann doch schon, ob der Typ vielleicht irgendwie auf leicht oder so spielt, weil er macht irgendwie zwei, drei Schüsschen und die Gegner sind einfach tot, ja. Das kann ja nicht sein, da müssen doch die Waffen schon geupgradet sein oder so. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich zusätzlich auch, oh schade, das sah doch eigentlich ziemlich gut aus, die Möglichkeit genutzt und mal so ein bisschen die Kommentare gecheckt, weil ich persönlich ja keine kriege, weil ihr Missgeboten da draußen ja zu dumm seid, welche zu schreiben, beziehungsweise ihr seid ja grundsätzlich auch zu dumm, zu ignorant, arrogant, meinen Content zu schauen, ja. Und da muss ich mir das Feedback halt woanders holen. Und da gab es viele, viele Leute, die dann tatsächlich so meinten, dass Shadow Warrior 1 und 2 doch anders gewesen seien. Und das fühlt sich jetzt hier nur noch wie ein Doom-Klon an und so weiter. Wobei dann doch viele sagen, dass das wohl gerade von den Doom-verseuchten Spielern kommt, diese Aussage. Challenger gets decapitated. Also muss man das natürlich auch wieder mit Vorsicht genießen. Ich kann es ja, wie gesagt, leider nicht beurteilen. Und habe dann aber dementsprechend mal, weil ich neugierig war und das sowieso versprochen hatte, endlich mal nachgeschaut, wer denn nun der Entwickler war, also was sie denn so gemacht haben. Und wer der Publisher ist und so weiter. Das Ding ist halt, das ist immer schwierig, ne, weil man nicht hundertprozentig weiß, wie viel der... Also du hast ja deinen Publisher und deinen Entwickler. Der Publisher macht die Spiele halt publik, macht Werbung für den ganzen Shit. Aber je nachdem macht der Publisher natürlich auch, kann der halt viel machen. Ne? Da steht ja auch sogar auf Wikipedia direkt drauf, dass der sich um den Sound kümmern kann und so weiter. Also, wer auch immer sich hier, egal ob das jetzt nun Hawk Games war, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, oder Devolver selber, Fakt ist, hier hat niemand soundtechnisch seinen Job richtig gemacht, aber ich habe da jetzt mal in die letzten ein, zwei Folgen reingehört. Und ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Immer dieses nach dem Gegner suchen. Dann sind da nur noch ein, zwei da und plötzlich stehen wieder dann spontan 80 vor deiner Haustür. Die kommen auch alle nicht rein, weil die Tür klemmt. Schätzungsweise müssen sie auch den guten alten Ravon theorisieren, um reinkommen zu können. Ja, der Sound ist in manchen Sequenzen quasi optimal gewesen, in manchen nicht, ne? Weil, wie gesagt, die Soundabmischung ja von Hause aus nicht konstant ist. Also werde ich wohl hier und da trotzdem nachhelfen müssen. Aber grundsätzlich bin ich zufrieden. Es hätte deutlich schlimmer sein können. Und egal, ob es jetzt nun wirklich Hawk Games selber war oder ob Devolver da so ein bisschen mitgewerkelt hat am Spiel, Fakt ist, es sind beides eher unbekanntere Entwickler, also sowas wie hier und da habe ich was von Hotline Miami gelesen. Beispielsweise ist es natürlich etwas, was man kennt, aber viele Sachen haben mir auch gar nicht so viel gesagt, also das Holocaust-Arschficker. Das kann man jetzt natürlich nicht mit sowas wie, mit Square Enix oder so vergleichen. Also das ist hier vergleichsweise
ziemliches Indie-Territorium, könnte man schon sagen. Und was ich auch sehr erschreckend fand, ist die Tatsache, dass das Spiel am 22. März 2022, also vor 3-4 Monaten, ist dieses Spiel rausgekommen. Ich dachte, das wäre so eine 2017er Geschichte oder so. Nein, wir spielen hier einen richtig krassen aktuellen Titel, Leute. Kostenlos auch noch für mich. Holy fucking shit. Und dementsprechend, ja, das tut dem Spiel natürlich jetzt nicht so gut aufgrund der Performance. Gerade weil es so aktuell ist, wenn es jetzt was von 2017 oder so gewesen wäre, hätte ich da performancemäßig noch ein bisschen drüber hinwegsehen können. Aber ja, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es eben halt eher so ein Indie-Entwickler ist, ja, ich meine, guck dir mal sowas wie Nippon Ishii Software oder Atlus an, ja, also es sind ja, gut, das sind schon Entwickler, die sind schon seit den 90ern dabei, Devolver und Hawk Games sind auch schon seit 2009 dabei, ja, es ist schon eine ordentliche Zeit, aber wenn du natürlich einfach nicht dieses Budget von Sony und Capcom hast, wirst du dann natürlich immer Probleme haben und dementsprechend würde ich schon sagen, dass sie da das Beste einfach aus der Situation gemacht haben, das Beste rausgeholt haben. Ich finde, es gibt da für die Soundermischung. Freut mich, dass sie es endlich mal geschafft haben. Soundermischung technisch finde ich, gibt es da trotzdem keine Entschuldigung dafür, denn ich krieg's ja auch hin, ja. Und ich habe ja jetzt auch keine Mille Budget hinter mir. Oh shit, da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich aber wobei hier rüberkomme. Ja, da wird sich doch dann jetzt hier irgendwie was ergeben. Parkourmäßig. Ah, ein Fahrstuhl-Dingsbumsi. Schätzungsweise. Oh shit, was macht denn der Einzelne hier? Das ist ja nicht nett von dir. Können wir die zerhackstückeln? Ich habe gesehen, dass es ganz gut funktioniert hat in dem Video. Man muss dann natürlich in meiner Nähe sein. Ich bin ja... Ja, ich versuche hier immer noch mein Element zu kriegen. Ich bin ja kein fucking Zorro. Na gut, versuchen wir es nochmal so. Ja, von daher eine krasse Story-Twist. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so neu ist. Und ja, also... Hätte ich jetzt gedacht, dass das von... Moment. Ist das neu hier? Oder bin ich da jetzt runtergefallen? Naja, es scheint... Oh, und das ist auch wieder hochgegangen gerade. Ist das echt so eine zeitbasierende Geschichte? Ja, ich muss dann halt immer, je nachdem, wo ich stehe, das nächste aktivieren. Ansonsten darf ich anscheinend wieder von vorne anfangen, oder was? Ja, also, ich weiß nicht. Es gibt auch bei den großen Entwicklern immer Performance-Probleme. Also, ich hätte jetzt aufgrund der Performance nicht erwartet, dass das jetzt wirklich Indie-Entwickler sind. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich es weiß, ich bin gerade so verwirrt, kann ich es natürlich noch mehr nachvollziehen. Ja, irgendwo ist doch jetzt hier... Genau. Das ist ja extrem behindert, ey. Ups, und dann, naja, gut. Immerhin sterbe ich nicht. Dafür gibt es schon mal ordentliche Bonuspunkte, würde ich sagen. Und dann machen wir das so. Ja, das ist, denke ich mal, sehr gut, sehr ratsam. Da muss ich natürlich ganz schnell... Oh, shit! Ich dachte, das war ein Greifhaken. Okay, das wird interessant. Aber ja, jetzt weiß ich ja, wo hier der Anfang war. Ja, sowas soll's, wie gesagt, auch in... ach! Wehe, ich muss jetzt den Shit nochmal machen. Dankeschön. Also die Gegnerwelle. Sowas soll ihr auch in Doom Eternal der Fall sein und so weiter. Ja, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Und oh shit. Da gibt es wieder Probleme hier. Moment, ich warte kurz. Ja, Leute, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Shit, die Gegner habe ich vergessen. Ein Punkt, welchen ich ansprechen wollte. Ich habe da tatsächlich eine Idee gehabt. Wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Man muss dazu sagen, dass ich die Idee auch nicht hundertprozentig umsetzen konnte.
Ich kann es ja hier trotzdem mal ansprechen. Und zwar ist es ja so, wenn du, egal wo jetzt, ob das jetzt bei deinem MP3-Player ist oder bei richtigen Festplatten, du kannst natürlich alles löschen. Das ist schwierig, Leute. Moment, ich hätte das vorher machen müssen. Es geht gar nicht im Flug. Wenn du Datenspeichergeräte hast, Dingsbums, ja, wie nennt man das? Massenspeichergeräte, irgendwie sowas, wo du halt Dateien raufziehen, löschen kannst und so weiter. Da sind die Dateien nicht, auch bei einem PC, die sind nicht hundertprozentig gelöscht, wenn du die löschst, ja. Es gibt da immer noch die Möglichkeit, alles und jeden mit Wiedererstellungsprogramm wiederherzustellen. Da gibt's dann diese, mein Programm nennt sie Cluster. Also das kann man sich auch so ein bisschen, falls man aus der Zeit kommt, wieso mache ich das immer wieder? Ja, ich will halt irgendwie das Ding treffen, also muss ich ja eine gewisse Nähe zu dem Gerät haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass selbst das schwierig wird. Aber sowas kriegen die, achso, muss ich nochmal rauf. Sowas kriegen die Walkthrougher natürlich auch einfach hin, weil die schätzungsweise, bevor die das auf YouTube hochladen, 20 Mal durchspielen. Die kennen das in- und auswendig, nehme ich an. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, dass sie das alles beim ersten Mal schaffen. Ja, wer aus der Zeit kommt, aus der Zeit der Kassetten, der weiß ja, die haben ja so ein Bändchen und du kannst ja Kassetten auch überspielen. Und, also das, was drauf ist, einfach, ja, überspielen halt. Und bei, ach shit, jetzt muss ich ja das sogar noch aktivieren, aber es geht glücklicherweise direkt nach unten. Die Frage ist jetzt, muss ich hier noch irgendwas machen? Ja, wow, shit! Nicht den Kopf stoßen und da ist ein Loch, ja, okay. Glücklicherweise noch rechtzeitig gesehen. Wetten, gleich kommt wieder eine Sequenz und ich komme nicht dazu, meinen Gedankengang zu beenden. Bei Festplatten ist es so, dass du hast auch sowas Tonbandmäßiges im Hintergrund. Und wenn du jetzt, nehmen wir an, du kannst 10 Dateien, kriegst 10 Dateien auf dein Datenspeichergerät. Und ich habe mich eigentlich festgehalten. Was für eine Shit-Folge. Du erstellst eine Datei und dann löschst du diese Datei. Aber sagen wir so, du kannst 10 Dateien erstellen und erstellst 10. Und wenn du dann die eine Datei löschst und eine neue erstellst, dann wird halt die erste von deinen 10 gelöscht. Und du kannst die neuen Dateien, die du nach der ersten Datei gemacht hast, kannst du aber wieder herstellen, weil dieser Cluster noch nicht überschrieben wurde, ja. Aber wenn du halt 10 Dateien erstellst und 10 löschst und dann 10 neu erstellst, werden die vorherigen 10 überschrieben. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen, auf was ich hinaus will. Also, selbst wenn du... Was passiert hier schon wieder? Ja, ihr seid halt ziemlich weit oben. Okay, der hat den Schild. Das ist, ich komme da aber auch nicht hoch. Ne? Das ist so... Aber stimmt, ich kann das ja kaputt machen. Ich hatte mich eben schon gefragt, ob das geht, weil das ja so gelb ist. Gelb ist ja nun mal hier eine Farbe für Sachen, die man kaputt machen kann. Dadurch geht das natürlich viel einfacher. Wenn du eine Datei... Ich versuch's nochmal. Tut mir leid, wie gesagt, das ist heute übermüdet und das ist einfach alles scheiße gerade. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß. Wenn du eine Datei erstellst, sie löschst, dann kannst du sie wiederherstellen. Das heißt, sie ist immer noch auf deiner Festplatte, obwohl du sie eigentlich gelöscht hast. Die Datei hat sie immer noch irgendwo gespeichert. Und ich habe jetzt halt versucht, diese Festplatte, die 1000 Dateien, die ich in den letzten Monaten gelöscht habe, die noch quasi indirekt auf der Festplatte sind, zu löschen. Aber ja, das hat sich jetzt, da konnte ich in den letzten 3-4 Stunden leider nicht so viel machen, wie man sich vorstellen kann. Aber ich habe es versucht. I like letting my weapon do the talking. Isn't that kind of a one-sided conversation? Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Der kriegt sich auch schnell ein. Also ich glaube, minimale Verbesserung kann man schon sehen. Auf der anderen Seite passieren diese Rucker normalerweise bei unserer zweiten Folge. Jetzt ist es die erste, also finde den Fehler. Tja,
Well, this place definitely looks unguarded. The exit must be over there. Mein Programm mag halt die PS4 nicht, würde ich sagen. In dem Moment laggt es, wo ich gesprungen bin. Das ist so ekelhaft, ey. Hattori. Wenigstens ist die Sequenz glimpflich davon gekommen. So. Einzelne Gegner sind immer ekelhaft. Die können immer viel. Aber ich will doch... Ja, ich drück doch, Mann. Ja. Ich würde sagen, da lohnt sich sowas dann auch sehr. Holy shit, Alter. Alter, ich porte mich ja hin zu den Gegnern. Wie geil ist das denn, ey? Holy shit. Ja, dafür hält es auch nicht so viel. Aber es sind schätzungsweise alles Insta-Kills noch gewesen, ne? Richtig, richtig geil. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem wirklich richtig anlegen mag. Ob wir da dann nicht immer schauen sollten, dass ein Special verfügbar ist. Oh shit. Das ist natürlich jetzt schwierig. Und ich dachte, wir hätten es jetzt. Ja, das war's dann schätzungsweise wieder mit dieser Folge. Dann, wenn wir das hier geschafft haben, ich moderiere schon mal. Fang schon mal an, abzumoderieren. Ja, tut mir leid, ne? Das. Man sieht, ich bin wirklich nicht der erprobteste Ego-Shooter-Typi. Aber ich, ja, gebe mein Bestes offensichtlich. Warte. Das, ja, scheiße, ich habe kein Special voll hier. Warte mal. Der Penetrator vielleicht. Da muss ich, bei der Waffe muss ich auch ein bisschen an, Dino Crisis 2 denken. Die hatten ja auch so eine. Ich war hier. Nee. Aber, nein, jetzt hat er den anderen genommen. Shit, naja, gut, ich könnte ihn halt immer noch vereisen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt, ob ich das nicht hätte für den Bohrer nehmen. So, das ist leer, das ist leer. Ja, die Shoddy. Die Shoddy, finde ich, die hat nicht die optimalste, das optimalste Icon hier. Das sieht mir viel zu sehr nach dem Revolver aus, deswegen habe ich immer vermieden, die Waffe zu nehmen. Ja, ja, ne, der kann dann natürlich auch dumm abwehren, da ist, vielleicht ist das auch so ein, ich glaube, das ist ein richtiger Katana-Gegner einfach, ne? It wouldn't kill you to help out once in a while. Well, it might. Ich weiß nicht, wie du Katana-Matches in einem Ego-Shooter richtig darstellen willst. Ich meine, es gab ja dieses Mittelalter-Game, wo man da so ein bisschen was versucht hat, aber so in so einem richtigen Action-Ego-Shooter wird es vielleicht schwierig, ne? Ja, gut, ich wollte ja jetzt noch den Checkpoint erreichen. Ich hoffe, ich habe ihn erreicht. Und würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Shadow Warrior. Ich werde mich jetzt wieder in mein Kämmerlein zurückziehen, schauen, dass ich was machen kann. Ich kann ja jetzt offensichtlich leider nicht weiterspielen. Das Programm verbietet es mir. Und dann schauen wir mal, ob es vielleicht beim nächsten Mal ein wenig angenehmer wird in jeglicher Hinsicht. Ja, ich hoffe, dass ihr das, was ich euch festplattenmäßig erzählen wollte, dass ich irgendwie es geschafft habe zu erklären. Denkt einfach daran, dass, ja, ihr habt ja, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal sich damit beschäftigt. Vielleicht ist ja mal irgendwie musste euer Handy repariert werden oder so, und da ist vielleicht das Thema schon mal aufgekommen. Also denkt immer daran, wenn ihr etwas löscht, dann ist es nicht automatisch weg. Also ihr könnt, wenn ihr etwas löscht und dann nicht viele neuen Dateien dazugekommen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr diese Dateien noch retten könnt. Aber ich kann, wie gesagt, mit meinem Programm auch die Dateien, die nicht mehr da sind, richtig löschen, ja. Und ich hoffe einfach, theoretisch müsste das eigentlich dafür sorgen, dass die Performance wieder besser funktioniert. Vielleicht ist, ja, man kann nicht sagen, die Festplatte ist am Arsch, weil, wie gesagt, das passiert nur bei PlayStation 4 Games. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist verflucht, Leute, es ist verflucht. Ich hoffe, ich kann diesen Fluch brechen, und vielleicht können wir auch in den nächsten Folgen uns um den Fluch des Drachen kümmern. Moment, sind wir jetzt hier bei Yu-Gi-Oh! Oh shit, ich muss aufhören. Das nimmt ja kein Ende hier. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.